Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Heute wieder in ungewohnter Umgebung. Ich sitze woanders, aber macht ja auch nichts. Ich bin halt so gemütlich, dass ich heute lieber hier sitzen bleibe und einfach schnell das Handy aufgestellt habe, weil oben müsste ich jetzt in meinem Zimmer wieder Licht und so weiter alles umbauen und so hätte Gegenlicht und dann hätte es mir von hinten nach vorne geleuchtet und es wäre einfach nicht schön gewesen und deswegen habe ich mir gedacht, bleiben wir doch jetzt einfach hier im Esszimmer, weil wir eh gerade hier gesessen sind. Und ich muss euch was zeigen. Ich habe ein Päckchen bekommen. Ein mega, mega süßes Päckchen. Hat mich erreicht von einer ganz, ganz lieben anderen YouTuberin. Und zwar von der lieben Antje, von Antjes Welt. Und das hat mich so gefreut, als ich das gekriegt habe. Erst dachte ich, das wären irgendwelche Hosen, weil ich gerade meinem Sohn lauter Hosen auf Vinted bestellt habe und dachte, das wird jetzt irgendeine Hosenlieferung sein von irgendwem. Dann war das so schwer und dann habe ich den Absender angeschaut und ja, ich habe es oben schon aufgeschnitten, weil ich sehen wollte, ob es wirklich von meiner Antje ist, von unserer aller Antje. Und ja, es ist von Antje. Ich habe mich gleich bei ihr gemeldet und gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig, dass du mir ein Paket schickst, weil wir haben keinen Tausch oder irgendwas vereinbart. Einfach nur ein einfach so Paket. Und ja, ihr seht, ich bin schon richtig rot im Gesicht, weil ich mich schon so gefreut habe jetzt auf heute und auf das Auspacken. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr den Moment mit mir genießen könnt. Und ja, ich mache jetzt auf. Also das ist schon mal eine mega coole Frühlingsfarbe. Beauty Bay hat sie wohl bestellt. Sehr, sehr schön. Und es ist eine richtig, richtig liebe Karte drin. Steht drauf, sehr frech und wild und wunderbar. Und das versuchen wir alle zu sein und wollen wir alle. Hoffen wir, dass wir die Gelegenheit wieder dazu haben, jetzt wo Corona-Lockerungen vereinbart sind, dass wir wieder mehr rausgehen können und mehr Leute treffen können. Ja, das ist doch schon mal positiv. Und jetzt lese ich euch die süße, süße Karte vor von Antje. Liebe Nicole, ich habe beim Stöbern in meinen Schubladen ein paar Sachen gefunden, wo ich an dich denken musste. Daher habe ich sie eingepackt und dir geschickt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Überraschungsbox. Voll mit Sternen. Liebe Grüße, Antje. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin echt total platt. Wir haben uns ja schon mal so Boxen hin und her geschickt oder beziehungsweise Päckchen hin und her geschickt. Ich hatte dann vor Weihnachten noch eins geschickt für sie und ihre Familie. Ja, und sie hat jetzt wohl ihre Rache ausgeübt und mir wieder etwas zurückgeschickt. Und mit den Sternen hat sie nicht übertrieben. Sie hat die ganzen Päckchen in Sternchenpapier eingepackt und ich liebe Sterne. Und ich habe mir auch irgendwo, wo ist das, hier unten, einen Stern tätowiert. Weil, ja, ich finde es einfach schön und ich habe schon überlegt, hier noch weiterzumachen. Hier vielleicht im Nacken noch ein paar Sternchen runter oder so. Aber ich habe mir noch nicht ganz entschieden. Vielleicht kommt auch vorher der Fuß dran oder mal sehen. Auf jeden Fall finde ich das Papier mega süß. Also ist für mich jetzt nicht weihnachtlich, sondern einfach, ja, ich liebe einfach Sterne. Also von dem her ist das schon mal sehr, sehr süß und sehr auf mich bezogen. Ja, fangen wir an. Also das Paket steht jetzt hier neben mir und ich versuche einmal zu erraten, was da drin ist. Vielleicht komme ich ja drauf. Es ist jetzt auf diesem Päckchen kein Hinweis. Es ist etwas langes, dünnes, es könnte ein Pinsel sein. Ich glaube, es ist ein Pinsel. Bevor ich den jetzt zerdrücke oder so, vor lauter Aufregung oder von meinen Schwitzhänden das Papier einsaue, mache ich auf. Schön. Es ist ein richtig, richtig schöner Puderpinsel von Spektrum. Der ist hier echt schön. Was ist denn das? Die A01. Ja, der wird oben rund sein, genau, der ist oben rund. Also den könnte man zum Beispiel für Bronzer benutzen oder für, ja, eigentlich fast alle Produkte, die man jetzt großflächiger auftragen möchte. Alle möglichen Puderprodukte, der ist ja echt schön. Spektrum kenne ich gar nicht, aber ich glaube, dass in der Mia-Box Spektrum öfters mal vertreten ist. Richtig weich und der passt heute doch perfekt zu meinem Pulli, oder? Ja, einen Pulli habe ich mir neu gekauft und jetzt habe ich auch einen tollen neuen grünen Pinsel dazu. Das ist ja echt eine tolle Frühlingsfarbe und ich finde auch im Frühling passt Pink hervorragend, passt Grün hervorragend. Mega, vielen Dank. So, und das ist ein Shampoo von Ghoul. Nein, keine Ahnung, von der Flasche hätte ich jetzt gesagt, ist es ein Shampoo von Ghoul. Es steht nichts drauf und auch wieder so süß verpackt. Ich bin wirklich total aufgeregt. Also ich habe schon richtige Faustbäckchen. Habe sie mir versucht zwar wegzuschminken.
so rum. Und wer hat jetzt recht? Ja, ein Ghoul-Shampoo. Und das finde ich super, weil ich wollte schon lange, ich habe das jetzt letztes Mal gesehen, dass es öfters jetzt schon in Boxen drin war. Ich glaube, in der My Little Box war letztens ein Ghoul-Shampoo drin. Ich weiß nicht, ob das das war. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, oh, jetzt, ich würde das auch gern testen und probieren. Ich habe noch nie ein Ghoul-Shampoo gehabt, glaube ich. Wirklich nicht. Ich habe letztens ein Ghoul-Shampoo gekauft, ein festes, und habe das aber einer Freundin geschenkt. Die hat sich voll drüber gefreut und das riecht fantastisch, das riecht wahnsinnig gut. Kommt aber bei mir jetzt erstmal ins Backup, weil ich momentan noch ganz viele offen habe und zum Testen habe aus den letzten Boxen. Und deswegen kommt das bei mir ins Backup, aber ich finde das richtig toll eigentlich vom Geruch. 90% natürlichen Ursprungs, ist ein Bio-Borretschöl ist drin mit Vitamin E und Pro-Komplex. Sehr schön, danke. Tadam! Was ist denn das? Das ist noch ein Pinsel, oder? Nee, das ist kein Pinsel. Das ist vorne und hinten fest. In dem Fall ist es ein Stift. Das könnte jetzt ein Kajal sein oder ein Augenbrauenstift. Oder ja, das könnte, ja genau, Kajal oder Augenbrauenstift. Oder ein Eyeliner. Ich tippe auf einen Eyeliner. Aber ich glaube, das ist ein Braunstift, weil er ist braun. Ui, kommt da mal raus. Ich finde es so toll, dass sie da an mich gedacht hat. Und gedacht hat, sie hat da irgendwelche Sachen, die sie vielleicht nicht benötigt. Oder vielleicht hat sie es ja auch extra gekauft. Oh, voll super, von Revolution habe ich noch keinen. Das ist ein Braunstift. Machen wir gleich auf. Ich habe heute mal was versucht, was man eigentlich nicht machen sollte. Und zwar gibt es doch diese Haardinger, wo man die Haare, diese kleinen Babyhärchen da anlegen kann. Und ich habe mir gedacht, weil das so praktisch war, ich nehme das jetzt für die Augenbrauen. Zack, zack. Und da steht extra drauf, nicht für die Augenbrauen verwenden. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich lebe noch. Keine Ahnung, warum man das nicht machen soll. Eieiei. So sieht er aus. Ja, das ist ein richtig schöner und auch, wow, richtig weicher Stift. Ja, scheint mir ein bisschen zu dunkel zu sein. Ja. Ja, ich habe ja dunkle Augenbrauen. Könnte passen. Muss ich nochmal in gutem Licht, hier habe ich nicht so gutes Licht im Esszimmer, muss ich nochmal bei gutem Licht versuchen, ob der passt oder ob der ein bisschen zu dunkel ist. Meine anderen sind bis jetzt immer ein bisschen heller gewesen, aber vielleicht traue ich mich einfach jetzt mal an dunklere Farben ran, ein bisschen exzentrischer werden. Ja, jetzt bin ich ja dann doch bald 40, also jetzt kann man sich ja doch mal was leisten, oder? Okay, und das ist sehr schwer, das ist ein Cremedöschen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Vicvaporub, es könnte aber auch Maruca, heißt der Maruca, der Honig? Nein! Nein, wie süß! Oh, wie süß! Ich wollte eigentlich nicht quietschen in dem Video, ich habe es mir vorgenommen, nicht zu quietschen. Du bist ja wahnsinnig. Echt? Ich guck mir gestern noch, oder war es heute? Nee, heute Nacht irgendwie, dein Video an, wo du deinen Haul gezeigt hast von Ava and May, heißt glaube ich die Marke. Ava and May, ja. Und du die Kerzen gezeigt hast und gesagt hast, dass du den Adventskalender eben hattest und so weiter. Und ich dachte, oh, ich würde so gerne mal da dran schnuppern. Dass dann an allen Kerzen geschnuppert und gemeint, boah, die riecht so gut. Und ich dachte mir, super, Geruchsfernsehen noch nicht erfunden. Tja, und jetzt darf ich dran schnuppern. Also das ist eine Kerze von Ava and May Adventure. Die riecht echt mega. Also ich mag es ja, wenn die Sachen nicht zu süß sind vom Duft her. Und die riecht richtig schön. Ich finde sie ein bisschen herb und frisch. Also es könnte auch ein bisschen ein maskuliner Duft sein. Ja, echt, echt schön. Boah, da freue ich mich jetzt echt riesig drüber. Echt, echt. Hat sie da was draufgeschrieben gehabt? Nee. Nee, sie hatte nichts draufgeschrieben. Ich hatte schon Angst, dass ich ihre Botschaften überlesen habe, weil auf dem nächsten steht eine Botschaft drauf. Kann man nie genug haben. Und dann ist da, nie genug haben ist ja immer Masken oder Pinsel, oder? Und das könnte jetzt nochmal ein Pinsel sein. Oder? Warum ist da hier so eine? Okay, ja, man kann es nie genug haben, ist bei mir so generell noch ein Pinsel. Jetzt reiße ich es auf. Stimmt, man kann nie genug haben und wenn zwei zusammenpassen, ist das ja auch immer sehr schön.
Und der ist toll. So, es ist ein Brauenpinsel. Also das ist auf jeden Fall für die Brauen. Und das hier, ist das auch für die Brauen? Also ich benutze solche gerne für hier so ein bisschen Linie ziehen mit irgendwie, wenn ich ein bisschen Lidschatten irgendwie unten am Auge aufgeben will, statt Kajal oder sowas. Das ist ein Brown Styler. Also das scheint auch für die Augenbrauen zu sein. Dann wahrscheinlich ein Produkt aufgeben auf die Augenbrauen. Und ich habe ja die tolle Glossybox Brauenpalette und ich habe sie noch nie probiert. Und ich glaube, ich habe nämlich auch keinen gescheiten Brauenpinsel. Und das werde ich jetzt mit dem vielleicht einmal probieren. Das ist der Spektrum A24. Super. Also wenn ich nervös bin oder wenn irgendwie, man sieht es immer an den Wangen, bei mir würde, die werden halt rot. Ja. Okay. Das hier ist auf jeden Fall ein Typchen und was könnte das sein? Weiß nicht, irgendwas für die Haare, Hitzeschutz, ein kleines Duschgel. Ja, ich weiß, was es ist. Wie cool. Ja, ich finde das richtig toll, weil ich habe eins in einer anderen Duftrichtung und dieses White Peach and Coriander habe ich gesehen und das wollte ich eigentlich gern haben, aber ich habe es nicht. Und das andere, ich glaube, das ist dieser Jasminduft. Das habe ich mir schon in meine Wohnwagenbox reingegeben, wenn ich dann wieder zum Wohnwagen fahre, weil es einfach so handlich ist und weil das so gut duftet. Und ich denke mal, wenn ich dann am Campingplatz so bin, in den, das sind keine Gemeinschaftsduschen, sind Einzelduschen, in der Dusche und so meine Me-Time dort habe oder so, freue ich mich über so einen frühlingshaften, sommerlichen Duft und ich denke mir, dass der auch mega gut sein wird. Ja, oh ja. Also ich liebe Pfirsich und ich liebe Koriander und ausgleichend, Balancing, das ist übrigens von 4711. Da gibt es ja auch diese Sprays, die ich so sehr gerne mag und Jasmin ist da mein Favorite. Aber ich habe den hier noch nicht getestet, also kann ich noch nichts so sagen, aber ich freue mich da sehr drüber und ich glaube, das gebe ich jetzt auch wieder in meine Campingbox rein und dann werde ich die beide mitnehmen und dann kann ich einfach ein bisschen abwechseln. Sehr schön abwechslungsreich und hier sehe ich nur was ganz, ganz Feines. Schokoladenbrownie, Fruchtriegel, oh mein Gott. Oh mein Gott, und kein Nussriegel, da hat sie echt total an mich gedacht, weil ich ja Nüsse nicht essen sollte. Da sind Datteln drin und Cashews und Kakao und Sonnenblumenkerne und oh, das ist aber sehr gesund. Aber ich glaube, das ist auch lecker. Walnüsse sind drin, das darf ich essen. Ja, sehr schön. Das klingt echt fein. Und den lege ich mir auf die Seite. Und zwar habe ich morgen, so rumgehört er, morgen und übermorgen habe ich da sehr anstrengende Tage im Büro, weil wir da reauditiert werden von unserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da werde ich die als Nervennahrung dann hinlegen und freue mich da schon drauf, dass ich da zwischendurch mal kurz was schnabulieren kann. Nein, und sie hat noch eine reingelegt. Ich kriege die Krise. Das darf nur nicht sein. Oh, Wahnsinn. Sie hat draufgeschrieben, etwas zum Entspannen. Es ist noch eine Ava & Make. Du bist echt wahnsinnig, Antje. Oh wow, wie süß. Indonesien, jetzt weiß ich's. Ihr habt nämlich vorhin Besuch gehabt und zwar ein lieber Bekannter war da und dann haben wir darüber geredet, wohin wir denn gerne in Urlaub fahren würden. Und ich habe gesagt, okay, Indien war ich schon, fand ich aber richtig toll. Thailand, mal sehen. Japan irgendwann, aber ist sehr teuer. Aber jetzt weiß ich, wo es hingehen wird, nämlich nach Indonesien. Ja, das riecht auch fantastisch. Das riecht nach irgendwas, was ich kenne. Auf jeden Fall wieder sehr passend zu meinem Outfit heute. Das riecht auf jeden Fall sehr parfümiert. Ich finde den Duft hier, ich finde den Duft hier besser, weil er ein bisschen herber, ein bisschen maskuliner ist. Der Duft ist jetzt ein bisschen süßer, aber der riecht nach der riecht noch ein bisschen auch nach so Patchouli, ein bisschen Räucherstäbchen oder sowas. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall Bali ist das. Ah, okay. Da steht drauf Bali. Gut, auf jeden Fall, ja, ich freue mich riesig. Du bist ja wahnsinnig. Und da ist noch etwas für die Lippen. Das ist ein Lippenstift von Kiko Milano. Habe ich recht? Nein, ist es nicht. Was ist das? Zodiac Cosmetics? Zodiac. Das ist aber auch Spektrum. Also das ist die gleiche Firma, von der die Pinsel auch sind, von Spektrum. Zodiac Cosmetics. Sagt mir gar nichts. Auf jeden Fall Packaging
Mega süß mit den Sternchen, oder? Ja, richtig süß. Ich glaube, wir müssen aufreißen. Tut mir leid. Tut mir leid. Krieg nicht auf. Wow. Wow. Ich habe noch nie so einen Lippenstift gesehen. Noch nie. Meine Güte. Also, der ist ja mal mega edel, oder? Okay. Wow. Und, also, es ist ein, so ein Rosenholzton. Ich schaue mal, ob ich eine Farbbezeichnung finde. Aber ich glaube, entweder habe ich die kaputt gemacht. U280. Ja, Farbbezeichnung ist die U280. Das ist so ein Rosenholzton und ich finde den gigantisch. Also echt, das kann ich mir jetzt gar nicht. Wow. Oh, das wird mir heute auch sehr gut dazu passen. Ich kann es gar nicht verstehen, dass du den weggibst. Das ist mega. Ja gut, die Hülle sieht jetzt ein bisschen weihnachtlich vielleicht aus. Nein, nicht weihnachtlich, aber irgendwie gewöhnungsbedürftig. Für manche, die jetzt so eher diese schwarzen und eleganten Hüllen mögen. Mir gefällt es ganz gut, wenn ich es auch ein bisschen retro irgendwie finde. Und der Farbton ist ja echt genial. Oh, das sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, das wird mein neues Highlight. Den werde ich gleich morgen testen. In der Videokonferenz. Okay, gut für die Seele. Ein Seelenwärmer. Das ist doch sicher Schokolade. Ich sollte doch nicht. Oh, wie cool. Okay, die hatte ich auch, allerdings in einer anderen Geschmacksrichtung. Die war in der Tranquilla Weihnachtsbox, glaube ich, drin. Und das ist eine Fairtrade-Schokolade von Naturata, mehr als Bio. Und die ist mit Vollmilch-Kakao Ghana. Ich weiß nicht, ob die Bohnen aus, die Kakaobohnen aus Ghana sind oder die... die Schokoladenbezeichnung Ghana heißt, mehr als Bio und dann kommen irgendwelche lustigen Symbole hier unten noch. Klimaneutral, neutrales Produkt, 100% drin, was draufsteht. Ausgewählte Herkunft, Rohstoffe aus langjährigem Anbauprojekt und Schweizer Herstellung. Ah ja, das wird in der Schweiz produziert. Klimaneutrales Produkt, klingt super. Und ich habe meine Tafel, die hat glaube ich keine paar Tage überlebt. Ja, die kommt gleich ins Wohnzimmer bei mir. Ja, gleich auf dem Couchtisch. Oh mein Gott, wie viel hast denn du reingepackt? Wahnsinn. Oh mein Gott. Und sie hat so, so recht. Schimmer geht immer. Und ja, Highlighter und sowas, was soll man denn tun in der Zeit jetzt eigentlich? Man muss doch ein bisschen, wenn ich sage, auf sich aufmerksam machen, aber doch ein bisschen... glänzen oder sich ein bisschen einfach glücklich fühlen und irgendwas Gutes für sich tun und mit ein bisschen Schimmer, wo einen ein bisschen so in den Sommer und in schöne Zeiten versetzt, geht es doch auf jeden Fall. Also das hier, Schimmer geht immer, das müsste auf jeden Fall etwas Schimmerndes sein. Ich gehe von einem Highlighter-Stick aus oder Flüssig-Highlighter, eher Highlighter-Stick. Das ist von der gleichen Marke, auch von Spektrum Cosmetic Drops. Ah, das sind Highlighting Drops. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal von einer anderen Marke. Muss ich ausprobieren. Oh mein Gott. wow. Ich weiß nicht, ob ich nicht zu alt dafür bin. Das sieht so nach jugendlichen Mädchen aus, wo auf ein Festival geht. Das sieht aus wie so ein Glitzerregen, Einhornpups, keine Ahnung. Wow, also wenn das mal nett glitzert, das machen wir jetzt gleich auf der Hand. Also aufgedreht, Pipette entnommen. Ich habe ein bisschen Angst, also Drops heißt ja, man tropft es hier so peu à peu drauf, zack, zack. Okay, tun wir mal mit Zweien arbeiten. Also, wow. Wow, seht ihr das? Krass. Oh
Oh mein Gott. Also das ist wirklich mega intensiv. Ich weiß nicht, ob ich Gelegenheit haben werde, diesen Highlighter auszuführen. Ich denke, fürs Gesicht ist der wirklich zu heftig. Fürs Dekolleté vielleicht, für irgendwelche Festivals oder irgendwas, Straßenfest, was es bei uns im Dorf gibt oder sowas. Oder eben so, dass man sich das Ganze in die Bodylotion mit reinmischt, ein paar Tropfen. Und dann glänzen die Beine so ein bisschen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist schon sehr schön, aber auch sehr extrem. Ja, mega. Ich hätte das schütteln müssen. Ich sehe gerade, dass da noch mehr Glitzer drin gewesen wäre. Das hat sich hier ein bisschen festgesetzt. Hier irgendwo. Es wäre noch glitzernder, wenn man das Ganze hier schön schütteln würde. Oh, mega. Da scheint irgendwas mit Sodium oder so drin zu sein. Also das schäumt wie verrückt. Krass. Also das ist etwas... Wow. Also das ist ein reiner Glitzer auf der Haut. Ich glaube, das ist sowas Besonderes wieder. Das muss man auf jeden Fall irgendwie behalten und mal so zu ganz bestimmten Gelegenheiten einsetzen, weil sowas kriegt man nicht noch einmal. Fasching, jawohl. Fasching wäre auch ein guter Hinweis. Auf jeden Fall muss man das irgendwie setzen, weil das Glitzer verteilt sich sonst. Also fürs Gesicht würde ich es jetzt nicht sagen, aber für den Körper oder so, dass wir... Ganz, ganz spannend. Ja, cool. Okay, jetzt, heute habe ich Laune. Ein Highlight? Fragezeichen. Also wenn du was schickst mit Highlight, Fragezeichen, dann wird das ein Highlight, Ausrufezeichen sein. Es ist auf jeden Fall eine kleine Palette. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht von Essence so eine kleine Palette. Die haben noch welche, die Love Palette, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Oder auch diese My Power Is Palette. Wobei, das ist eigentlich richtig mega schwer, das kann eigentlich keine Palette sein. Ein Highlight. Eine Highlighter Palette. Auf jeden Fall mit einer guten Verpackung irgendwie drumherum, dass es das Ganze so schwer macht. Okay, ich sehe noch nichts. Was könnte das sein? Das können Tarts sein. Das kann doch nicht Tarts sein. Die hatten mal so ein Design mit so Meeresgeschichten, mit so Schildkröten auch drauf, so verschiedene Sachen. Nee, es ist auch von Spektrum. Was ist denn das? Ein Highlight. Ein Highlight. Boah, ist das schwer. Krass, das ist eine Highlighter-Palette. Und Wahnsinn. Das hier ist genau meins. Mega. Oha. Das ist ein Highlighter. So schwer. Was ist denn da so schwer? Und der Magnet. Also das ist eine magnetische Palette. Wahrscheinlich wiegt der Magnet da drin so viel, dass es die so schwer macht. Spektrum Oceana, also das hat was mit Ozean zu tun. Es ist leider mit weißer Schrift auf Flieder, ich kann es kaum lesen, sonst hätte ich es euch ein bisschen vorgelesen. Es ist auf jeden Fall auf Englisch, also als mit Vorlesen vielleicht eh nicht so viel. Und das ist auch von innen, sieht eigentlich sehr, sehr tragbar aus. Oyster, ich glaube, das ist die Farbbezeichnung da unten, Oyster. Ja, also... Nee, sie hat mir keinen Tipp gegeben, was ich anziehen soll. Und nee, sie hat mir vorher nicht die Produkte verraten, die drin sind. Nein. Ui. Ein angenehmes Pülverchen. So, es ist ein dezenter Highlighter. Und von daher finde ich das auch sehr, sehr tragbar für den Alltag. Und er wird auf jeden Fall in meine Sammlung einziehen. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Leider habe ich erst gestern meine Highlighter-Sammlung abgedreht. Da ist er jetzt nicht mit dabei. Aber er darf trotzdem einziehen als mein neuester und sehr spannender Highlighter. Der hat so einen ganz leichten Goldschimmer. Sehr, sehr schön. Kommt auch gleich in mein Regal. Der kommt nicht irgendwie in den Schrank oder so. Damit ich ihn gleich testen und benutzen werde. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Becca, an den Becca Moonstone, so ein bisschen vom Aussehen. Vielleicht ist er noch ein bisschen feiner als der Becca Moonstone. Ich habe das Gefühl, der ist noch ein bisschen gröber, der Becca. Oh, super. Also der einzige Nachteil ist, dass man ihn schwer aufkriegt, weil der Magnet ist wirklich sehr, sehr stark.
Oh. Ich liebe natürlich Überraschungen, weil sonst hätte ich nicht so viel Abo-Boxen und so. Aber ich will natürlich auch nicht, dass sich jemand für mich in Unkosten stürzt. Aber ich finde es so, so niedlich und wie schön sie das verpackt hat. Also ich glaube, ich habe jetzt schon das dritte oder vierte Paket, was ich von ihr gekriegt habe. Und jedes Mal so liebevoll. Das ist etwas fürs Auge. Und da es so ein Tiegelchen ist, gehe ich ja mal von Augencreme aus. Hm. Wow, what's that? Nein. Hä? Echt jetzt? Okay, etwas eher teureres. Nein, das ist keine Augencreme. Das ist was Gigantisches, glaube ich. Das steht jetzt nicht drauf. Aber ich vermute, das ist ein Eyeshadow in Gelb. Kann das sein? Also es ist auf jeden Fall von Lethal Cosmetics, etwas in der Farbe Stereo, aus Berlin, made in Germany, und es ist gelb. Und ich dachte, es ist ein Augencreme, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt gerade von Lidschatten aus, oder ist es eine Creme? Also riechen tut es nicht. Jetzt mal einfach mit dem Finger rein. Nee, das ist eine Creme. Nee, das ist. Ich weiß es nicht. Es ist wahnsinnig viel Gelb. Das ist schon ein Lidschatten. Oder was ist das? Ein Highlighter ist es nicht. Okay, also vielleicht wäre es für den Pinsel. Wo ist mein Pinsel? Nee, das ist ein Augenbrauenpinsel. Hier. Hammer. Was ist das? Das ist doch sicher. Oder ist Lippen? Nee. Augen? Lippen? Gib's zu. Okay. Ich hab jetzt halt schon ein bisschen was drauf. Ja. Ein bisschen upgraden hier. Ich weiß nicht, ob es so gehört. Also ich habe jetzt meine Augen damit abgegradet und ich werde dich fragen, liebe Antje, was das genau für ein Produkt ist. Ob ich mich jetzt gerade voll blamiert habe oder ob ich das richtig gemacht habe. Wow. Also ich finde das schon richtig geiles Zeug. Also da kann man wirklich Akzente setzen. Wenn man jetzt ein Oberteil oder irgendwas anhat, wie ich, wo jetzt ein bisschen, ist das auch ein bisschen mit Gelb und so weiter, wenn man da ein bisschen Akzente setzen will. Ja. Piep, ich habe einfach keine Worte gerade mehr. Nein, es sind noch drei Sachen drin. Wir sind noch nicht am Ende. Hey, ich feiere das gerade wirklich, weil es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, kann ich nicht brauchen oder wäre nicht ganz meins oder so. Was ich ganz super finde, einmal sowas zu testen, weil ich sowas Extremes noch nicht habe. Ich habe eher sowas, wo ich immer denke, Alltag. Aber warum nicht einfach mal über die Stränge schlagen? Wenn jetzt wieder so ein Festival-Sommer kommen könnte oder irgendwas, warum nicht einmal auffallen oder warum nicht einmal ins Rampenlicht treten? Ja? Warum muss man sich immer so zurückhalten? Also ich reiße übrigens gerade nebenher das nächste auf, ohne Beschriftung. Also nicht, dass wir hier was Wichtiges versäumen. Und das ist ein Conditioner. Okay, wie cool. Ja, das ist ein Conditioner. Nein, das ist nicht für die Haare. Was ist denn das? Ein Conditioner. Eyelash Conditioner. Jetzt, man sollte vielleicht mal richtig lesen. Wer lesen kann, ist klar im... Ja, ihr wisst Bescheid. Also, der von Ärzten entwickelte bahnbrechende Wimpern-Conditioner verschönert selbst weniger perfekte Wimpern. Eine einzigartige Kombination aus wissenschaftsbasiertem Biopeptinkomplex und natürlichen pflanzlichen Inhaltsstoffen schützt vor brüchigen, spröden Wimpern, verstärkt Flexibilität. Also das ist so eine Art Wimpernserum, das ist ja genial. Das ist ja genial und das gibt hier so ein Applikator wohl da drin zum Auftragen, ein sehr dünner. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe momentan einen von... So eine Asam-Untermarke, Forever Young oder so. Das hat so ein richtig breites Ding hier zum Einstreichen und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe komplett nasse Augen. Das ist, glaube ich, ein bisschen dezenter hier. Sehr, sehr schön. Ich mache es jetzt nicht auf, weil ich tue es mir ins Backup. Dann, wenn ich das von Asam fertig habe, dann werde ich das hier testen. Sehr schön. Das sind 7,5 Milliliter drin. Steht zwar 75, aber kann nicht sein. Das muss 7,5 sein, not for resale. Revitalash,
Revitalash. Revitalash, habe ich noch nie davon gehört. Sehr, sehr spannend. Ich dachte so, ich habe wirklich mal so einen kleinen Conditioner für die Haare gehabt, zum so reinsprühen. Nee, das war kein Conditioner, das war irgendwas anderes. So ein Leave-In-Pflegedings. Deswegen dachte ich zuerst an die Haare. Nein, das ist Eyelash Conditioner. Voll spannend. Okay, mega. Und noch zwei Sachen. Ich hoffe, dass du sie noch nicht in deiner Sammlung hast. Ist das eine Palette? Gut, das sehe ich. Ich habe hier gerade meine Paletten hingestellt, weil ich so ein Sammlungsvideo drehen will. Ich habe zu viele davon, aber natürlich kann man irgendwie nie genug haben. Okay, jetzt habe ich vergessen zu sagen, das nächste, was ich jetzt gerade am Rummachen bin, ist das hier, Schwung für die Wimpern. Schwung für die Wimpern ist ja irgendwie klar, das müsste jetzt eine Mascara sein. Und ja, man kann schon reinspiegeln, es ist die gleiche Firma, das ist wieder Spektrum Zodiac Dark Matter Black Mascara. Was mir sehr gut gefällt, die Produkte sind cruelty free. Die sind übrigens aus Italien. Juhu. Mhm. Das ist super. Also die engagieren sich wohl auch gegen Tierversuche. Sehr schön. Sehr, sehr lobenswert, sehr vorbildlich. Eieiei. Hi. Tada. Ja, also sehr schlicht, sehr, ja, da steht jetzt nur so allgemeine Warnhinweise. Plumps. Hier haben wir ein Silikonbürstchen. Ja, das schaut doch gut aus. Werde ich sehr, sehr gern testen und dann berichten. Ich glaube, die kommt gleich in mein Regal, weil ich habe momentan gar keins mit Silikonbürstchen dran. Nur irgendwie andere und die sind teilweise, eine ist glaube ich schon ausgetrocknet, die muss ich dringend mal wegtun. Und dann passt auch wieder eine neue rein und dann kommt die gleich dann in mein Regal. Okay, eine ist es noch. Und ja, die obligatorische, nein, Quatsch. Also, ich hoffe, dass du sie noch nicht in deiner Sammlung hast. Und ich zeige euch was. Ich nehme jetzt mal kurz die Kamera ab. Ich habe hier auf meinem Tisch nämlich schon meine Palettensammlung aufgebaut, weil ich so, ups, jetzt bin ich wieder so weiter unten, weil ich nämlich so ein Paletten-Special drehen möchte für Ostern und so weiter. Und deswegen habe ich das hier jetzt schon aufgebaut, weil ich die ein bisschen anschauen und sortieren möchte. Also, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall möchte ich jetzt so ein Paletten-Special drehen und deswegen habe ich schon hier irgendwie alle Paletten aufgebaut und sortiert nach Marke und so weiter. Und jetzt kommt noch eine weitere dazu, die ich da gleich in mein Special mit hineinfilmen kann. Ja, von der Form her, ich habe null Ahnung. Also, ich könnte mir vorstellen, es gibt doch jetzt von Beat Cosmetics so etwas mit Hollywood, keine Ahnung, California, irgendwas in die Richtung. Oder Essence hat gerade nicht so die tollen Paletten so rausgebracht. Kiko hat auch nicht diese Form. Also die Paletten von Kiko sind alle ein bisschen kleiner. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Aber ich muss mir jetzt beeilen, das Licht geht weg. Und deswegen, also die Verpackung kenne ich immer noch gar nicht. Nein, die kenne ich nicht. Die habe ich nicht und die kenne ich nicht. So sieht sie aus. Also die habe ich nicht und die kenne ich nicht. Was steht da? Shadow Palette, Eyeshadow Palette, Ombre 7 Revolution. Die ist von Revolution ID Roxy. Eine Roxysaurus Color Burst Palette. 18 professionelle Pigmente. Nein, ich habe tatsächlich nur 5. Moment. 1, 2, 3, 4. Ich habe tatsächlich nur 4 Revolution Paletten liegen. Habe sie gerade nachgezählt. Und das ist jetzt meine 5. Revolution Palette. Nee, ich habe sie noch nicht. Boah, die ist so schön. Ich finde die so frühlingshaft irgendwie. Die hat so Pastelltöne in Lila. Roxy sagt mir zwar nichts. Ich kenne halt das Roxy. Das ist so eine Diskothek in, oder so eine Bar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall
Oh, schön. Jetzt bin ich aufgeregt. Da wird man doch mit knapp 40 noch zum Kind. Ja, also die hat 18 Farben. Und Revolution haut hier echt raus. Also die werden ja immer, immer besser. Und noch einmal verpackt. Wow, und die glänzt. Mädel, Mädel. Ich glaube, heute haben wir es, oder? Mit unseren Farben. Woher hast du gewusst, Antje, welchen Pulli ich mir bestellt habe? Das ist alles drauf abgestimmt, offensichtlich. Oh mein Gott. Und das ist noch eine Lieblingsfarbe von mir. Oh mein Gott, ist die schön. Entschuldigung, diesen Moment muss ich kurz alleine genießen. Boah, die riecht nach Wasserfarbenkasten. Oh ja. Okay, mega. Der Spiegel ist ja auch der Hammer. Also ich wusste gar nicht, dass Revolution so einen riesen Spiegel in den Paletten drin hat. Roxy. Roxaurus. Color Burst. Also, natürlich dürft ihr auch Anteil haben daran. So schaut die Palette von innen aus. Ist doch echt ein Farbspektrum gigantisch. Und ich freue mich riesig über so tolle, diese Rosatöne sind toll und die Glitzertöne und Weiß. Ich glaube, ich habe noch nie einen weißen Lidschatten gehabt. Mega, oder? Lavender gefällt mir super. Blue Lagoon, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass der schwierig sein wird zum Auftragen. Natürlich Princess und Peaches, super. Oh, Botanical ist der Hammer, oder? Der ist richtig schön. Coca, der ist sehr schön zum Verblenden dann. Memories und Royal passen ja auch super zusammen. Twilight und Sky. Oh. Super, super schön. Also, ich swatch jetzt die Farben, die mich jetzt am allermeisten ansprechen. Das ist jetzt Botanical, Sky, Peached, Dinosaurus, Blue Lagoon, Lavendel, Lemonade, Red Velvet, Royal. Das hier ist Twilight, Golden Hour. Also mein Favorit ist der hier. Das ist der Botanical. Der ist einfach so schimmernd, richtig mega, so mega, einfach mega. Und Sky auch, der ist richtig, richtig toll. Und natürlich der Royal, wieso mag ich jetzt gerade die Glitzertöne so gern, aber nicht nur der Peaches. Oh mein Gott, der ist so mega cute, also der ist so... wie aus meiner Sugarpill-Palette, dieses Rosa, das ist super schön. Was ich jetzt nicht so bräuchte oder ein bisschen Angst davor habe, das ist dieses Lila hier, das Red Velvet. Das finde ich ein bisschen krümelig, beziehungsweise vielleicht muss man den ein bisschen mehr verblenden. Und spannend finde ich aber echt auch Blue Lagoon. Also mit sowas Kräftigem habe ich echt noch nie einen Look geschminkt. Ja, dann wird es mal Zeit, oder? Dann wird es echt mal Zeit. Also, Hammer. Okay, und ich sehe ein Konzept dahinter, Antje. Also ernsthaft. Du hast die Farben, die Produkte, absichtlich, sage ich jetzt einmal, auf meinen heutigen Pullover abgestimmt. Ich sehe dahinter voll die Strategie. Nein, Quatsch. Also erst einmal glühe ich hier wie verrückt. Das Shampoo ist auch genial. Richtig, richtig fein riecht es. Und ich finde es schön, einfach so ein bisschen, jetzt hat sich's abgesetzt, jetzt sieht man diesen Mega-Glitzer hier, dieses Statement irgendwie, trau dich was und jetzt kommt der Frühling und jetzt kommen vielleicht, wir werden sehen, irgendwelche Feste oder Veranstaltungen, wo man mal wieder auf die Pauke hauen kann und sagen kann, hallo, mich gibt's noch oder so, ja? Why not? Und mit fast 40 kann man sich doch auch wie eine 20-Jährige fühlen, oder? Ist nicht peinlich, nein. Und der Lippenstift, der ist der Hammer. Der gefällt mir so, so gut. Der riecht auch voll gut. Der riecht nach, was ist denn das, Popcorn? Marshmallows, irgendwie total süß. Also mega. Mann, so tolle Sachen. Ja, und den finde ich auch klasse. Also den werde ich definitiv tragen. Wenn das ein Eyeshadow ist, dann muss ich noch mal kurz nachfragen. Nicht, dass ich mich hier voll blamiere. Könnte ja auch ein Lippenprodukt sein. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist ein Eyeshadow. Und das finde ich richtig
krass und gigantisch, weil das sind natürlich Sachen, die würde man sich selber nicht bestellen. Also wenn ich das im Onlineshop sehen würde, selbst wenn ich es im Sale sehen würde, ich würde es mir nicht kaufen. Aber wenn ich das habe, ja, dann kommt man oft aus der Komfortzone einfach raus und ich denke mir, ich möchte die Produkte ja nicht verstorben lassen bei mir, also muss ich sie mal benutzen und dann traue ich mich was Neues und dann möchte ich ein bisschen experimentieren und dann möchte ich so ein bisschen ja, zu mir selber finden oder einfach Spaß dran haben. Ich glaube, darum geht es, einfach Spaß haben an den Sachen. Oh ja, apropos Spaß. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt aufs Sofa zurück, mache es mir da mega gemütlich. Ich werde eine der zwei Duftkerzen anzünden, werde mir die Schokoladentafel zu Gemüte führen. Und dann werde ich ganz in Ruhe der Antje auf Instagram schreiben und mich mega, mega doll bedanken, weil das ist so ein super schönes und vor allem total liebevoll zusammengestelltes Päckchen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Antje. Und euch anderen, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich sehr, dass ihr dran geblieben seid. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und natürlich schaut bitte bei Antje vorbei. Antje hat auch so einen ganz tollen Kanal, zeigt immer wieder ganz spannende Unboxings und ihre Einkäufe und Aufgebrauchsvideos und. Also bei ihr werdet ihr auch ganz viel Spaß haben und neue Produkte entdecken. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.